Schalke Schreiber, Sie brennen schon. Das spürte man deutlich im Halbfinale. Wie gesagt, in 3 Wochen die Weltmeisterschaften. Und Ihre Hauptkonkurrenten hier natürlich nicht am Start, verständlich in Deutschland. Brian Watson, Karen Hardy aus England und Jukka Happelainen und Sirpa Sutari aus Finnland. Aber die Deutschen, sie sind gerüstet. Die zweite Gruppe im Paso Doble. Auch ein deutsches Paar mit der 25 aus München. Für sie war es ein ganz großer Erfolg, dieses Halbfinale erreicht zu haben. Aber wie gesagt, es ging um die vorderen Plätze. Hier für Pforzheim startend Allen Tornsberg, Carmen Winzel, seit einem Jahr zusammen. Tornsberg, ein klasse Paar schon, mit seiner früheren Partnerin Wiebeke Toft und Carmen mit Sandro Cavallini. Aber diese Paarzusammensetzung scheint noch stärker zu sein. 2 Exzentriker, das sehen Sie schon am Outfit. Extrovertiert, kaum zu übersehen auf der Tanzfläche. Das gab es noch nie, dass der deutsche Professionaltanzsportverband 4 so herausragende Paare besitzt. Und hier die ehemaligen Amateurweltmeister, vor einem halben Jahr ins Profilager gewechselt, Ralf und Olga Müller. In Blackpool, dem Mekka der Tanzsportler, dem größten Turnier der Welt, waren sie vor Dielmann und Le Pene. In der Kür am Dienstag auch, aber da waren Dielmann, Le Pene nicht so in Form, hatten sich anscheinend nicht so toll vorbereitet auf diese Disziplin. Gestern Abend eben spannend die Auseinandersetzung zwischen diesen Paaren. Hier aber noch einmal Tornsberg, Carmen Winzel, Paso Doble und wir sind noch im Semifinale. Wechsel zum letzten Tanz, dem Jive. Gut eine Minute. Frank Dielmann, Lydia Weißer. Gestern hervorragend in Form. Er vor 6 Wochen noch verletzt. Es scheint, es hat sie arg gewurmt, dass sie hinter den Amateurweltmeistern gewertet wurden. Und noch einmal Bianca Schreiber, Hans Reinhard Galke, nennen wir ihn erwachsen. Hans Reinhardt. Noch einmal Wechsel zur zweiten Gruppe. Sie sollen einen Überblick haben. 9 internationale Wertungsrichter im Gegensatz zu Blackpool. Da werten nur die englischen Richter. Das ist Lydia Weißer. Noch geheim gewertet, dann im Finale offen. Und für Sie noch einmal Allen Tornsberg, Carmen Winzel. Und Ralf und Olga Müller, Omenchenko hat sie mal geheißen, das wissen Sie. Sie haben sich kennengelernt bei den German Open in Mannheim vor ein paar Jahren, haben geheiratet und sind ein glückliches Paar. I